So, heute wollen wir die Augen etwas aufwerten bei unserem Porträt. Und das machen wir wie folgt. Wir duplizieren die Hintergrundebene. Und als erstes zeichnen wir die Augen etwas schärfer. Jetzt machen wir den Filter. Scharfzeichnungsfilter. Und scharf maskieren. Ich nehme bei den Augen eine Stärke von 80%, Radius 1,1 Pixel. Und setze hier jetzt eine Maske drüber. Kehre diese um. Bei wem diese Maskenoption nicht sichtbar ist, findet dieses hier oben bei Fenster und dann hier bei Masken. Wenn man hier draufklickt, hat man diese Maskenoption hier sichtbar. Ich kann das Ganze dann einfach hier auf umkehren und jetzt ist der Filter weg. Diese Schärfe wollen wir jetzt nur auf den Augen haben. Und zwar gehe ich jetzt hier mit einem weißen Pinsel bei der schwarzen Maske in die Iris. Zeichnet die hier schön scharf. Man sieht schon, dass da noch mehr Details zum Vorschein kommen. Die Augen mehr Glanz haben, die Spiegelung besser wird. Und als zweites gehen wir auf Korrekturen. Findet man auch wieder hier oben in dem Fenstersymbol. Klickt dann Lichtung an. Ganz wichtig, ihr stellt hier Luminanz ein und stellt bei Belichtung, geht ihr hier ein bisschen ins Plus, sagen wir mal 0,8 und bei Gamma-Korrektur. So ist noch mehr in dem Auge sichtbar. Jetzt haben wir hier wieder eine Maske. Diese kehren wir wieder um. Gehen wir hier wieder hier oben auf Masken, umkehren und malen das Ganze nur im Auge ein. Man sieht, man hat viel mehr Struktur, viel mehr Glanz in den Augen. Man kann auch hier das Weiße mit einmalen. Strahlen die Augen noch etwas mehr. Wichtig ist, dass das Ganze auf Luminanz steht, um keine Farbverfälschung zu haben, weil sonst habt ihr auch Farbverfälschung in Form von Rot, Orange. Das wollen wir nicht. Jetzt blenden wir das einfach mal aus. Und denke ich mal, ist das schon ein krasser Effekt. Man kann jetzt noch eins draufsetzen. Und geht hier unten auf selektive Farbkorrektur und wählen hier die Grautöne an und tun das Schwarz einfach auf Minus reduzieren. Müssen die Maske auch wieder umkehren. Zeichnen uns dann wieder mit dem weißen Pinsel das Weiß ein. Nehmen wir Deckkraft auf 80%. Ich denke, der Unterschied ist wirklich sehr schön sichtbar.